So, wir sind kurz nach Spielende hier in der Halle bei den Damen von Grün-Weiß Schwerin. Endergebnis, die Gäste aus Spandau gewinnen 29-24. Und wenn man auf die Tabelle guckt, dann war das alles mit rechten Ding zugegangen, weil immerhin Spandau auf Platz 4 und unsere Damen von Grün-Weiß auf Platz 10. Das hat man heute auf jeden Fall in der ersten Halbzeit gesehen. Da ging das Spiel ab wie die Feuerwehr, aber nur für ein Team. Das war Spandau. Und ich habe hier die Trainerin, Frau Sigrun Unger, und sie soll auch mal ein Statement zum Spiel geben. Erste Halbzeit, das war wohl alles so, wie sie sich das gewünscht haben, aber zweite Halbzeit, da hat Grün-Weiß doch mächtig aufgeholt, oder ist ihr Team schwächer geworden? Also in der ersten Halbzeit glaube ich schon, dass die Abwehrarbeit mit dem Torhüter zusammen Früchte getragen hat, dass wir also auch in den Konter gehen konnten und sehr souverän noch gespielt haben. In der zweiten Halbzeit war es sicher durch die Umstellung der Abwehr in 3-2-1 oder in 5-1-Abwehr hatten wir Probleme, indem wir eben kein Laufspiel aufgezogen haben und wir unsere Chancenverwertung also nicht gut war. Bei Ihnen hinter der Bank wurde nachher auch Sport gemacht, besonders in der zweiten Halbzeit. Und es war ein Zwischenstand, 23-25. Da drohte ja das Spiel zu kippen, aber beide Teams konnten dann letztendlich nicht ihre Tore machen. Beide Torfrauen, die wir ja gleich nochmal dabei haben, haben dann sensationell gehalten, beziehungsweise erste Halbzeit wurde ja auch schon gut gehalten. Aber Schwerin konnte dann nicht clever zurückspielen und vielleicht zum Ausgleich kommen. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch, dass zu viele technische Fehler passiert sind im Spiel und dann auch im Torwurf und dass heute sie sicher dicht dran waren, uns zu schlagen, aber eben die Chancenverwertung war dann das Zünglein an der Waage. Vielleicht noch, Frau Unge, hat Schwerin heute Glück gehabt oder sind Sie doch besser? Ich glaube, das Spielergebnis schon, wie Sie sagten, war gerecht gewesen und das muss man so akzeptieren. Da bleibt sie ja noch da und wir kommen nochmal jetzt zu dem Trainer Andreas Bartlau. Ja, kriegt das Mikro aus deiner Sicht. Das ging ja heute hoch und runter und man hatte ja fast die Chance, Ausgleich zu machen und eventuell seinen Nimbus hier in der Halle auch zu halten. Aber das war dann doch nichts. Ja, also das hatten wir uns auch vorgenommen, dass wir hier zu Hause erstmal ungeschlagen bleiben. Man muss dazu sagen, dass wir in der ersten Halbzeit einfach für unsere Tore zu hart arbeiten. Die Abwehr von den Spandauern stand wirklich gut und in einem oder anderen Schritt haben wir wahrscheinlich auch zu schnell gemacht. Aber das Halbzeitergebnis war eigentlich schon der Trumpf, den Spandau hatte, und die Aufholjagd, die wir in der zweiten Halbzeit gestartet sind, hat natürlich auch Kraft gekostet und am Ende waren sie einfach auch ein bisschen zu unclever. Ich sag mal, wenn das 25-25 gefallen wäre, wäre vielleicht so einiges möglich gewesen, auch hier in dieser Halle, aber das ist uns verwehrt geblieben. Es kam ja noch dazwischen dann auch auf beiden Seiten Zeitstrafen und vielleicht in der entscheidenden Phase auch dann gegen Schwerin. Also war man dann natürlich auch immer wieder unterzahlmäßig nicht dabei. Ja, nun, also dass es 2-Minuten-Strafen gibt in einem Spiel, das ist auch normal und es würde dem Handballsport sicherlich nicht helfen, wenn es die nicht gibt. Aber das ist nun mal so und das sind Schiedsrichterentscheidungen und damit müssen beide Seiten leben und ich kommentiere generell keine Schiedsrichter. Nein, also ich wollte ja nicht die Schiedsrichterentscheidung kommentieren. Ich wollte ja nur sagen, es war fast geschafft und dann kamen die Zeitstrafen.
sicherlich berechtigt oder unberechtigt. Da halte ich mich natürlich auch zurück. Und danke erstmal, Herr Bartlau. Wir fragen jetzt mal Corinna Neuenfeld, erste Halbzeit. Aus Ihrer Sicht sieht man ja, denn wenn die Mannschaft vorne einen nach dem anderen trifft, man selber hält, dann läuft das ja wie geschmiert. Das ist dann sehr einfach, ja. So macht Handball Spaß, ne? Wenn wir hinten keinen reinkriegen, vorne uns ein bisschen profitieren können. Auch sicherlich einfache Tore, muss man schon sagen, die Schwerin zugelassen hat. Aber das ist dann schon sehr sicher, da fühlt man sich gut hinten. Und wie war es denn nachher aus Ihrer Sicht, zweite Halbzeit? Da kam ja Schwerin verdammt nah dran. Ich denke, der Schlüsselball war der Sima, den die verwerfen, denke ich, ganz klar. Wenn sie den einmachen, wird das ganze Ding noch mal ein bisschen eng, die kriegen ein bisschen Auftrieb. Und ich denke, dass sie den verworfen haben, da haben sie dann so ein bisschen die Köpfe hängen lassen und waren ein bisschen traurig, dass sie den nicht getroffen haben. Ja, die letzten drei Minuten, da hatten wir alle so das Gefühl, da drohte ja oder war ja schon fast die Entscheidung gefallen. War dann die Kraft im Kopf auch nicht mehr da und dann hat man es einfach sein lassen, weil dann waren es nämlich schon wieder drei Tore fast und dann kamen wir nachher zum Endergebnis 29-24. Also wie Sie sagten, also bis zur 50. Minute waren ja glaube ich 5 Tore, die nur gefallen sind für Schwartau. Spandau, Entschuldigung. Ja. das war für mich, also die erste Halbzeit möchte ich ganz schnell vergessen. Das war natürlich super, aber dann ist die Abwehr leider wie in die erste Halbzeit gerutscht. Also die Tore, die nachher am Schluss gefallen sind, die waren zu leicht. Also so wie es leider die erste Halbzeit war. Da sind wir nochmal leider so zurückgerutscht. Und so kam das Ergebnis. Dann wollen wir noch nach einem anderen Highlight fragen. Du warst ja bei der Handball-EM und hast die Herren mal dir angeguckt, nur ein Spiel oder die ganze Zeit bei der EM dabei gewesen? Ich war das letzte Wochenende in Wien, das heißt also das Spiel um Platz 5, die beiden Halbfinale und praktisch dann die Finalspiele am Sonntag. So, und bei den Herren geht es natürlich ein bisschen anders zur Sache, ne? Ja, also wir hatten auch sehr gute Plätze, wir saßen in der ersten Reihe mit. So dicht habe ich die Herren auch noch nie spielen sehen, also es war wirklich der Wahnsinn. Auch die Stimmung in der Halle. Gerne hätte ich natürlich Deutschland, Österreich vielleicht auch gesehen und Platz 5 oder so, war so unser Traum, aber das blieb uns leider verwehrt. Aber so die Highlights, die bleiben natürlich hängen. War super. Also, Dankeschön auch nochmal hier an Manja Wolf. Ja, wie geht's bei Spandau weiter? Was sind Ihre sportlichen Ziele? Wo soll's hingehen? Ja, ich glaube, der Tabellenplatz 4 steht uns gut zu Gesicht. Platz 3 weiß ich nicht. Wir wollen drin bleiben, das war unser Ziel. Das haben wir bis jetzt erreicht. Und die Weibliche A hat ja noch ein großes Ziel. Und das wollen wir natürlich auch erreichen. Aber ansonsten ist alles im grünen Bereich und ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Also, da wünschen wir natürlich unseren Gästen hier aus Spandau eine angenehme Heimreise. Sind Sie mit Bus da oder mit PKWs? Privat-PKWs. Also, ja, Privat-PKWs, also fahren Sie nachher sicher. Es soll ja, ich will mal das Wort nicht sagen, aber es soll sehr kalt sein und es soll nächste Woche auch wieder Schnee geben. Ja, nächster Gegner bei Spandau? Zu Hause gegen TSC, wir haben die nächsten drei Heimspiele, da wollen wir dann das perfekt machen, dass wir Vierter, dass wir oben sind, dass wir oben bleiben und hoffe, dass uns das gelingt. Also oder wir sagen mal unseren Gästen, dann wünschen wir ihr da auch viel Erfolg sportlich. Ja, Andreas, wie geht's weiter dann jetzt mit Grün-Weiß? Ja, wir haben jetzt erstmal 2 Wochen Pause und haben ein paar Trainingsspiele organisiert, damit wir so ein bisschen im Rhythmus bleiben. Und am 16.02. spielen wir gegen die Polizeilandesauswahl von Schleswig-Holstein hier in dieser Halle und werden unsere Trainingszeit dazu nutzen. Und dann haben wir am 28.02. die Fortuna Neubrandenburg hier zu Gast, also ein klassisches Mecklenburg-Derby. Ja, das soll es gewesen sein hier nach dem Spiel. Ich sage gerne nochmal an, grün-weiß, gern sage ich es nicht. Unterliegt Spandau 24-29. Wir verabschieden uns, gehen zurück ins Studio. Gleich Wetter und Werbung. Bis gleich. Tschüss. So, alles klar. Alles klar.